für ein kleines Nickerli. Und um 3 essen wir alle miteinander zu Vieri. Um 3? Ja, was ist, wenn ihr am 11 noch keinen Hunger habt? Sie wären gesehen, spätestens in 2 Wochen knurrt auch bei Ihnen der Magen pünktlich zum Mittag. Nehmen Sie das. Haben Sie gerade noch eine Frage, Herr Rau? Oder einen Wunsch? Ja, das Interieur. Ein bisschen mehr Joie wie würde nicht schaden. Ein bisschen mehr Frische. Das ist ja kein Kunststück. Höchstens eine Frage vom Willen. Aber bevor es die Mole kommen, lassen Sie mich schon noch zum Mittagessen von einem Borel, oder? Auf Wiedersehen, Roman. Und kommen Sie mich ruhig mal besuchen. Klar. Ich hüpfe nächstens einmal rauf. Am Morgen beim Joggen. Hm? Dann bringen Sie doch gerade noch ein Croissant mit. Konstanz von oben. Wir sind ein Konsortium. Ihr habt euren Anteil an diesem Roulette-Tempel zugesagt. Wir haben bei der Vertragsunterzeichnung den Finanznachweis erbracht. Gebt es doch zu, der hat nicht verspekuliert. Das ist usual business. Das Geld muss arbeiten, die Kurse gehen dann schon wieder auf. Wir haben, wie gesagt, nur ein kurzfristiges Cashflow-Problem. Ja, nur ein kurzfristiges Cashflow-Problem, sagt man dem jetzt so? Wenn ihr mich fragt, stinken die 8 Millionen, die euch fehlen, nach einem längerfristigen Desaster? Schon mal gehört von Borel-Spitze. Seit dem Mittwoch wissen wir, dass wir das ganze Familienvermögen erben. Tutti quanti. Ja, bis. Die alte Borel ist doch noch voll im Saft. Oh, lang macht sie es nicht mehr. In einem Monat schießen wir die vollen 8 Millionen ein. In 10 Tagen. Dann ziehen wir die Klage vielleicht noch zurück. Dann klagen doch. Dann geht es noch Jahre. Das haben wir uns auch überlegt. Darum gibt es auch den Plan B wie Beton Borel. Die kalabresische Methode, kennst du? Bodensee ist tief. Und der Beton ist schwer und die Fischli haben Hunger. Man muss auch an Tierli denken, weißt du? So Mafia-Methoden kannst du in der Schweiz eh vergessen. Hast du das Gefühl, die Schweizer Fische haben keinen Hunger, oder was? Das ist doch lächerlich. Mal schauen. November 1969. Liebe Frieda, ich liege im Sterben. Habe die Wahl, diese Pille zu nehmen oder dir zu vermachen. Dir, dem Kind, das mir immer am meisten Freude gemacht hat. Diese Pille bereitet dem Alter ein Ende. Nimm sie, bevor es zu spät ist. In Ewigkeit, dein Vater, Louis Borel. Tante Frieda, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Mona, darf ich schnell reinkommen? Wie hast du auch? Ich muss dir den Marvin zeigen. Martin? Nein, Marvin. Sag ich ja Martin. Du hast doch Geburtstagszeug bekommen, oder? Hey, wow. Hure coole Hütte. Magst du alles noch machen? Glück, schon 3 Monate, den Zwilling. Wo hast du denn den anderen? Der im Sternzeichen. Aha. Wann hast du denn geheiratet? Geheiratet? Weißt du, das ist heute nicht mehr so wichtig. Ja, der Vater von dem Kind? Wer ist der Vater? Der Vater ist... Der hat ihn gezogen. Der ist gegangen. Fort und adieu. Genau wie deine Mutter. Gerade du solltest es doch besser wissen. Auf eine Moralpredigt kann ich im Fall wirklich verzichten. Ich denke, du wirst dich vielleicht ein bisschen freuen, wenn ich komme. Nein, Marvin! Bisschen gut, nicht jedes Mal. Ich hatte gerade einen Schuppen. Scheiße, ist
schöne Sauerei, da muss ich noch mal. Kind, wie redest du? Ich habe Sauerei gemeint, nicht den Marvin. Du musst doch Geduld haben mit der Kleinen. Ja. Hättest du mal Lust zum Hüten? Weißt du, nächste Woche wäre ich im Fall auch froh. Ich habe ein Vorstellungsgespräch, ist ein geiler Job. Nur kurzfristig, aber es wäre super wegen dem Stutz im Fall. Du, ich habe gedacht, irgendwie sind wir ja Familie. Und viele andere haben wir ja beide nicht. Und vielleicht hätte ich sie ja noch ein bisschen gefreut über Lukas. Ich finde den Weg schon selber. Tschüss. Doch noch einrichten können. Bleib nur sitzen. Happy Birthday. Wir haben jetzt halt nichts mehr mitbringen. Kommen gerade von dem Geschäftstermin. Alles Gute zum Runden. 20, gell? Du musst gar nicht offerieren, gell? Nicht, dass du meinst, wir müssen jetzt noch aufschiessen. Wir wollten nur schnell noch mal auf das Anliegen zurückkommen. Was für ein Anliegen? Anliegen? Weißt du, wegen dem Erbvorschuss? Ah, ja. Weißt du, für uns wäre das Schampar wichtig. Wir sind ja so eine kleine Familie. Da müssen wir doch zusammen haben. Findest du nicht auch, Frieda? In unserer Familie war finanziell nie ein Thema. Und das bleibt auch so. Wenn wir so lange leben. Wir hoffen natürlich, dass du mindestens 100 wirst. Wir alle. Ja, also klar, Tante Frieda. Wir? Ja. Gehst du dir kuren das Jahr? Kuren? Ja, das habe ich eigentlich gerade im Sinn gehabt. Wann? Heute. Was? Heute noch? Wie lange? Weiss noch nicht. Ja, länger. Siehst du denn? Muss kurz alles örtli. Und kuren gehst du wieder auf Bad Wein? Zu deinem Heil, fahr nach Bad Weil. Tam, tam! Schön. Bad Weil. Pass auf bei diesen jungen Masseur. So gut wie du noch aussiehst. Ja, und übrigens gehst du auch mit den Fähren, oder Tante Frieda? Ja, aber das pöppelt halt immer noch. Ja, was? Wieso denn? Ich habe nie schwimmen gelernt. In unserer Familie hat man auf Anstand gehalten. Stell dir mal vor, ein Borrell in einem Badkostüm. Und das noch vor dem Krieg. Das war allein unmöglich. Wir wären ja ins Geschwimmen. Genieß deinen grossen Tag noch. Eben, und nicht zu viel beim Kuren. Gell? Ciao, ciao, Tante Frieda. Tschüss. Es ist alles da, was wir brauchen. Es ist höhere Fügung, Georg. Ich betäube sie zuerst mit dem da. Und dann versteckst du sie mit dem Küssi. Aber ganz langsam. Immer wenn sie blau wird, hörst du ein bisschen auf. Es muss ganz natürlich aussehen. Ach. Der Tod von einer 80-Jährigen ist das Natürlichste der Welt. Musik.